Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um ein Class Jaguar 820-88 Häcksler. Der kam heute auch im Mod-Hub heraus und ich möchte euch den mal genauer vorstellen. Der Class Häcksler findet ihr aktuell unter Neueste Mods oder in der Kategorie Feldhäcksler. Der Autor heißt hier EED 123 und die Größe des Häckslers beträgt ca. 28,54 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Wir finden den Class hier immer unter Mods und DLCs bei uns. Ne? Und dann haben wir schon das gute Stück. Dieser Class kann Gras im Prinzip häckseln. Dann haben wir hier noch Hackschnitzel und Häckselgut und Siliermittel. Genau, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Der Jaguar 28-88 kommt daher mit 310 PS. Stufenloses Getriebe, 550 Liter Diesel, fährt 35 km/h und wiegt 9 Tonnen. Kostenpunkt 100.000 Euro. Hier könnt ihr wählen den Jaguar 820, den Jaguar 840, dann hat er 369 PS, den Jaguar 860, dann hat er 414 PS oder den Jaguar 880, dann hat er 481 PS und dann kommen wir wieder zum Jaguar 820. Wählbar ist hier die Reifenvariante Trelleborg, BKT, Continental, Michelin, Mitas, Friedestein und Trelleborg. Jetzt haben wir hier wählbar bei Trelleborg die Reifenvariante Standard, Breitreifen, Standard 2, Breitreifen 2 oder halt Standard. Wählbar ist hier bei BKT Standard, Breitreifen und halt Standard. Continental auch Standard hier. Breitreifen oder halt Standard. Michelin hier Standard. Standard 2. Standard 3. Breitreifen. Ne? Breitreifen 2. Oder halt Breitreifen 3. Oder halt Standard. Mitas haben wir dann auch noch hier. Da haben wir hier Reifenvariante Standard. Breitreifen. Oder als Standard. Und Friedestein haben wir natürlich auch noch hier. Standard, Breitreifen. Breitreifen 2, Standard. Oder halt Trelleborg wieder. Dann kommen wir hier zu dem Zusatzgewicht. Das könnt ihr am Heck verbauen. Ist hier Standard oder 800 Kilo. Ne? Standard oder 800 Kilo, je nachdem. Und Siliermitteltank habt ihr natürlich auch wählbar. Nein oder ja. Da gehen 80 Liter rein, circa. Der sitzt auch natürlich hier wieder hier oben an der Ecke. Dann habt ihr die Hauptfarbe hier wählbar. Von Glasgrün auf Glasgrau. Das ist im Prinzip mehrere kleine Abdeckungen hier. Oder halt auch die ganzen Teile hinten. Na, man sieht es ja hier. Glasgrün auf Glasgrau. Die Radnamen natürlich auch hinten. Oder die Designfarbe wählbar ist das Heck, also das ist die hintere Stoßfänger, wählbar in Weiß oder halt auch in Grau. Ja. So sieht das Ganze dann halt auch aus zum Beispiel. Da kostet der Häcksler ca. 102.400 Euro. Dann könnt ihr Folgendes damit machen. Ihr könnt halt wie gesagt Gras häckseln, Pappeln häckseln oder halt Mais und Co. häckseln. Jetzt drückt ihr einfach R3 auf Kombination. Und da werden euch alle Sachen angezeigt, die passen können. Also zum Beispiel das Camper, dann die Glas-Sachen hier, dann noch die Camper. Dann haben wir Siliermittel, ne, was man halt alles dazu braucht. Genau, so sehen die Sachen halt dann auch aus. So, und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das Ganze mal hier unten. Ne, hier haben wir den mal mit dem Camper-Schneidwerk vorne dran. Haben wir natürlich mal vorne hier die Leuchtung. Ne? Hinten natürlich auch.
Dann haben wir natürlich hier Blinker rechts an der Seite. Und man sieht ihn auch an der Seite hier ein bisschen. Blinker rechts hinten. Dann haben wir hier natürlich Blinker links vorne. Und Blinker links hinten. Weber ist aber auch die Scheinwerfer vorne. Ja. Komplett drei links oben, drei rechts oben. Ja. Und natürlich hinten am Heck ist sonst nichts mehr verbaut. Und noch oben am Arm natürlich, da habt ihr noch einen kleinen Scheinwerfer. Dann wollen wir das Ganze mal starten hier. Hier haben wir eine kleine Veränderung als bei dem anderen Häcksler. Ne? Können aber natürlich alles gucken hier. Und können auch zum Beispiel mit dem Camperschneider hier drüber fahren. Dann könnt ihr auch schön häckseln hier. Schön durchfahren. Na, wie halt in echt, ne? Viele machen ja Mais. Sieht auch interessant aus. Ne? Und ihr nehmt da aber auch viel mit. Wird alles sauber eingefahren hier. Ne, und hat auch schon was. Beim Ausgehen macht er wieder so ein Rückfahrgeräusch, ne? Und dann gehen wir mal gerade hier oben hin. Sieht optisch auch interessant aus. Ne, Tastenbelegung haben wir natürlich keine hier, außer die Standardsachen. Ne? Und hat schon was. Rundumleuchte haben wir auch am Dach verbaut. Wie gesagt. Die ganzen Abdeckungen hier sind im Prinzip auch so eine Art Abdeckung, damit der Motor halt nicht überhitzt. Ne? Sind aber auch wiederum ein Nachteil, wenn in den Dreck reinkommt, dass da alles verstopfen kann. Also halt in echt. Im Spiel passiert dann natürlich nichts. Wir haben natürlich hier auch noch einen Spiegel hier an der Seite. Dann ist hier hinten auch noch ein Spiegel. Ja. Und hier ein paar kleine Details. Natürlich nicht ins Schneidwerk fassen. Ne? Und ne, da muss man halt auch aufpassen wegen rotierenden Teilen. Aber kurz im Ganzen ist das Spiel oder der Häcksler hier auch wieder ein schöner Häcksler der Glasbaureihe. Und wie gesagt, kann ich auch nur empfehlen. Das war es hier auch von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat das ganze Video hier gefallen. Falls ihr denn noch neu auf dem Kanal sein solltet, könnt ihr natürlich gerne den Abonnieren-Button drücken. Das kostet euch nichts. Und vergesst natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.